Hallo Insektenfreunde. Ja, und hier seht ihr auch schon unser Thema im Blatt hochlaufen. Und zwar geht es heute um die australische Gespenstschrecke. Wir sind ein paar Eier geschlüpft und da seht ihr bereits schon eine L2-Nymphe. Das ist ein Weibchen. Und ich habe was im Internet entdeckt, das möchte ich euch kurz zeigen. Ja, das ist genau das gleiche Tier. Okay, es ist größer, klar, es ist Subadult. Aber schaut euch mal das Aussehen an. Na, es sind wunderschöne Tiere und ja, das möchte ich auch haben und vielleicht der eine oder andere von euch auch. Und deswegen testen wir mal, wie wir diese Umfärbung oder ja, diese Anpassung hinbekommen. Und zwar sind die im Netz unter Extatosoma tiaratum Lichen. Und dieses Lichen, das ist einfach so eine Flechte, die an der Rinde entlang wächst. Wenn ihr euch die Tiere anguckt, kennt ihr die Flechte bestimmt. Ja, hier seht ihr sie auch. Ich war im Wald und habe da ein bisschen was gesammelt. Ja, es sieht genauso aus von der Färbung wie die australische Gespenstschrecke, wo wir gerade gesehen haben, oder ja, eher andersrum. Tipp, wenn ihr es nachmachen wollt, nehmt ein scharfes Messer mit. Es macht keinen Sinn, das runterzuzupfen vom Baum, sondern ihr müsst wirklich die komplette Rinde abschneiden, weil sonst habt ihr einfach nur kleine Krümel. Und wenn ihr Rinde abschneiden müsst, dann ist es auch klar, wir nehmen da keine lebende Bäume, sondern einfach Gefällte. Aber auch die findet man relativ zügig. Ja, wie ihr seht, ich klebe da einfach ein bisschen was mit Heißkleber rein. Das heißt ein bisschen was, ich mache die komplette Dose dicht. Ja, ich so nach dem Motto, ja, je mehr Lichenmoos da drin ist, ja, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Tiere sich verfärben. Ja, ich habe keine Erfahrung damit. Ne? Ich versuche es einfach mit euch zusammen, diesen Test zu machen. Ich möchte solche Tiere haben, ja, solche ungefärbte Tiere, weil ich sie einfach cool und geil finde. Ja? Und es ist auch mal was Besonderes, wenn man sich mal vorstellt, die Tiere, die gibt es schon seit gefühlten 50 Jahren in der Terraristik. Und ich glaube, jeder hat sie schon gehabt. Ja? Und wenn er sie nicht gehabt hat, ja, dann hat er auch was verpasst, weil es sind im Grunde wirklich tolle Tiere. Und wenn ihr bisher noch nie was mit der Terraristik zu tun gehabt habt oder mit Insekten generell noch nichts am Hut habt, dann empfehle ich euch wirklich wärmstens. Ja, das ist ein toller Einstieg in ein tolles Hobby und ihr werdet nicht enttäuscht sein. Und das Terrarium wird nicht nach 2 Monaten auf dem Dachboden stehen und ihr, wenn ihr vorbeilauft, dran denkt, oh nee, das arme Tier, wo ich da gehabt habe, ich weiß nicht, ich habe alles falsch gemacht. Bei den Tieren werdet ihr Nachwuchs haben, ihr werdet Freude dran haben und ihr werdet jahrelang ein tolles Hobby pflegen, weil ihr wirklich mit dem richtigen Tier angefangen habt. So, was mache ich hier eigentlich? Ihr seht hier Salal, das nehme ich als Futter. Ihr könnt natürlich auch draußen Brombeeren sammeln, die sind kostenlos. Salal gibt es im Blumenhandel, dafür muss man Geld bezahlen. Da zahle ich für 4 oder 5 solche Stängel, wo ihr gerade gesehen habt, wo ich das runtergeschnitten habe, zahle ich 40 Cent. Das ist mir wert, damit ich hier keine Dornen in die Finger habe. Und ich habe auch so gedacht, wenn ich es da rein tue und überall Dornen dran sind, dann reiße ich nur das Moos wieder runter. Aber ist jedem selber überlassen, was mache ich hier. Hier schneide ich mit der Schere den Blattrand weg. Der ist einfach ein bisschen härter wie das Innere und so haben die frisch geschlüpften Nymphen einfach die Möglichkeit, leicht an Futter zu kommen. Ja, da ich in der Dose nicht so große Möglichkeiten habe, da ein Gefäß reinzustellen mit Wasser, wo ich den Zweig reinstelle, mache ich einfach ein Zewa drumherum, mache es feucht und halte es dann auch feucht. So hält sich der Salal auch wirklich lang. Also ihr kennt Salal wahrscheinlich aus irgendwelchen Blumensträuße. Ja, das ist das, was am Schluss immer noch grün und saftig ist. Also das hält schon ganz schön lang durch. Ja, hier seht ihr meinen kleinen Brutkasten. Ja, also ich habe da einfach die Eier auf den Zewa rein, habe ein paar Springschwänze dazu, damit es nicht schimmelt und halte es relativ feucht da drin. Und ja, nach ein paar Monaten dann schlüpfen auch schon die Eier. Ja, die krasse Veränderung, ja, zwischen den frisch geschlüpften australischen Gespenstschrecken und dieser L2-Gespenstschrecke, wo ich dazu gesetzt habe, das kommt daher, weil die australische Gespenstschrecke Mimikry betreibt, also genau genommen Ameisenmimikry. Und zwar bedeutet das, das ist die Anpassung wehrloser Tiere an gefürchtete, wehrhafte Tiere. Ja. Und diese Ameisenart, die in Australien vorkommt, das ist die Leptomyrmex ruficeps. Die sieht ja fast identisch aus wie diese kleinen, frisch geschlüpften australischen Gespenstschreckennymphen.
Ja, und wenn so eine Gespenstschrecke schlüpft, ja, dann ist die relativ aktiv. Ja, das wissen alle, die sie schon gehalten haben. Ja, die rennen und laufen nonstop. Und ja, wenn man viel läuft und viel rennt, ja, dann begegnet man auch viele anderen Tieren. Und da ist es wirklich besser. Man sieht aus wie eine wehrhafte Ameise, mit der man vielleicht sogar auch schon mal Bekanntschaft geschlossen hat. Und das nicht positiv, sondern die hat einem einfach mal ihr Gift ins Auge gesprüht, ja, oder auf jeden Fall mal in die Richtung. Und man sieht das Tier dann, ja, macht man lieber mal einen Weg frei und lässt die mal vorbei und ist froh, ja, wenn man da heil aus der Situation rauskommt. Ja, und nach der ersten Häutung, also von L1 zu L2, das bedeutet Larvenstadium 1 zu Larvenstadium 2, verändert sie ihr Aussehen, betreibt nicht mehr Mimikry, sondern betreibt danach Mimese. Mimese bedeutet einfach nur, ja, dass es eine Form der Tarnung ist. Das heißt, ja, ungeübte Augen werden die australische Gespenstschrecke dann leicht mit vertrocknetem Laub verwechseln. Und ja, dadurch ist sie auch vom Gemüt her ruhiger, sie ist stiller und sie wiegt dann hin und her, wenn sie merkt, okay, ich werde beobachtet und nimmt dann quasi ja nicht nur das Aussehen, sondern auch das Verhalten der ja, normalen australischen Gespenstschrecke an. Ja, aber genau das wollen wir ja nicht. Na, wir wollen Lichen. Ja, wir wollen Lichenmoos. Wir wollen schöne weiße mit schwarzen Kontur bestickten Gespenstschrecken. Ja, und keine vertrocknete Blätter. Und deswegen bin ich wahnsinnig gespannt auf die erste Häutung. Ich habe ein bisschen nachgelesen. Scheinbar machen das nur die Weibchen, die Färbung annehmen. Ja, keine Männchen. Das heißt, ich habe jetzt zwei Reihen. Wir haben eine 50-50 Chance, dass ein Weibchen rauskommt. Und dann ist noch die Chance, ich weiß es nicht, ich habe keinen Prozentsatz, aber ich glaube jetzt auch nicht bei 100%, dass sie wirklich dieses Lichenmoos annimmt. Also, hey, das bleibt spannend, ja, ich bleibe am Ball und ihr bleibt am Ball, ihr abonniert den Kanal und ich freue mich aufs nächste Video und ja, wünsche euch eine tolle Woche, bis zum nächsten Mal, ciao.